Leute, ja, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. So, mal die Kamera gucken. Ich muss meinen Kopf immer so verbiegen, weil ich hier mit meinem Handy aufnehme und nicht weiß, wo ich hingucken soll. Soll ich jetzt hier hingucken oder hier? Seht ihr mich? Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken, wie ich dieses Problem behebe hier. Aber egal. So. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du wieder eingeschaltet hast heute für ein neues Real-Life-Video. Und heute habe ich was ganz Besonderes vorbereitet, wie ihr eine Bombe bauen könnt. Und ich möchte mal was dazu sagen. Ja, viele meiner Abonnenten haben auch ein Handy und mit dem Handy kann man YouTube-Videos hochladen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses YouTube-Video oder diese Bombe mal nachmacht, mir Bescheid sagt und ich gehe dann auf euer YouTube-Kanal und kommentiere das. Aber bitte vorher Bescheid sagen, sonst sieht das schlecht aus, weil das ja alles bei YouTube leider runtergeht. Auch Leute, die ich gerne schaue auf YouTube, muss ich mal sagen, hey, nur weil ich mal jetzt nicht ein Video gucke, bin ich nicht erreichbar. YouTube, bei mir gehen sehr viele Abonnenten unter. Und dann komme ich erst wieder nach Wochen drauf. Oh Gott, der hat ja ein YouTube-Video hochgeladen. Naja, egal. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute zeige ich euch, wie ihr auf einem Vodafone-Vertrag eine Bombe bauen könnt. So, ganz leicht erklärt. Einmal so nach links und einmal nach rechts. Ja, im Kindergarten wird das ja schon betrieben, so Bombenbau. Aus Papier natürlich. So, jetzt habt ihr das so. Das denke ich, ist ganz einfach so. Und jetzt klappt ihr das einfach so um. Zack. Dann streicht ihr das glatt und dann sieht das so aus. Nun müsst ihr das einmal so machen, dass diese Sachen hier abbinden. So, dann habt ihr das so. Und dann klappt ihr das wieder auf. Und klappt das hier einmal hoch. Und dann klappt ihr das auch einmal hoch. Und dann sieht das so aus. So, jetzt habt ihr die Bombe fast fertig. Jetzt dreht ihr das Ding einfach mal schön um. Und jetzt müsst ihr Folgendes tun. Zack. Einfach so zusammenklappen. Und wenn ihr das habt, streicht ihr das glatt. Und haltet an den zwei Enden das Ding fest. Und lasst das Ding knallen. Das Papier habe ich ja schon öfters benutzt, dieses Vodafone-Papier. Aber wenn ihr ein frisches Papier benutzt, dann kann ich euch auf jeden Fall sagen, es wird sehr laut werden. Ihr könnt das ja gerne mal an eurer Facecam zeigen. Papa Schlumpf oder Dennosch, ihr habt ja Facecam. Zeigt das mal. Zeigt das ruhig mal hier. Das kann ruhig jeder wissen. Das ist toll. Und dann noch mit dem Vodafone-Vertrag. Also besser geht's nicht. Oder ein 1&1-Vertrag. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt, oder? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.